Howdy, folks! Welcome to the Pleasure Gaming Canal from Don Rico Fierfiertsk. Thank you.
Das sind die Aufzeichnungen eines Forschers, der gegen Mitte des 20. Jahrhunderts nach einer vergessenen Stadt gesucht hatte. Er stieß unweit des Basislagers auf einen kleinen Handelsposten, der von einer Frau namens Kuama geleitet wurde, und fragte sie nach alten Geschichten, die ihm helfen könnten, die Stadt zu finden. Als er das hier schrieb, war er dem Tode nahe und davon überzeugt, dass Kuama seine Expedition absichtlich in die Irre geführt hatte. Wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe, ich muss was hören. Basislager, brauche Verstärkung. Sofort! Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße! Sie sind hier! Du kriegst mich nicht. Wovor haben die so viel Angst?
Verstärkung ist unterwegs. Sie sollen sich beeilen, verdammt! An Dr. Dominguez. Wir haben unser Lager nahe der aufgegebenen Ölraffinerie außerhalb des Dorfes aufgeschlagen. Suchen die Gegend weiter ab. Haben Kontakt mit den Dorfbewohnern aufgenommen. Keiner von ihnen hat Informationen über den einsamen Wolf. Eine kleine Gruppe hat sich aus dem Hauptlager abgesetzt und Vorräte für 2 Wochen gestohlen. Empfehle die Beseitigung dieser ehemaligen Mitarbeiter nach Abschluss der Operation. Noch keine Spur von Croft. Es gibt Berichte über einen Flugzeugabsturz 10 Kilometer vom Dorf entfernt. Vielleicht haben wir ja Glück. Anmerkung: Ein Dorfbewohner meinte, eine gewisse Abby Ortiz sollte möglichst nichts von unseren Aktivitäten mitbekommen. Haben ihren Namen ans Hauptquartier geschickt. Dossier trifft in Kürze ein. Wir prüfen derzeit verschiedene Vorgehensweisen und Notfallpläne. Sagen, was passiert ist? Da waren nur Augen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Sie sind überall. Wenn die Dinger halb so schlimm sind, wie er sagt. Ich sehe sie noch immer. Alles okay jetzt? Es ist vorbei. Du bist sicher. Sie sind überall.